Dann gehen wir eine Woche weiter, dann gehen wir lernen. 1, 2, 3. Genau, es ist der frei, der frei, der frei. Der ist erst Herausforderer. Da gucken wir dann mal. Bill ist Präzision gefragt. Ich will eine möglichst hohe Erfolgsquote bei deinen Punches sehen. Genau, hier muss ich nur 10 Punches schaffen und weniger wie 3 Misserfolge. Ja, so will ich das sehen. Weiter! Super, wie präzise du bist. Sehr gute Präzision. Ja, das so, war eine 10 richtig gute und Schlagpräzision. Jab Stufe 3. Rachsüchtig. Okay, Rachsüchtig Stufe 1. Hätte ein bisschen mehr sein können. Bei Rachsüchtig. I came to move savage, not hurt anybody. Even though I had nobody when I weren't anybody. Find me in VIP where they can't search anybody. Immer noch minus, aber sieht aber als eingefroren minus 3. Ich hier. 73, 83, 93. Ich könnte hier eine Prognose abgeben, aber ich will erstmal weiter lernen. Das wird zum Beispiel jetzt das hier noch. Vielleicht die ganze Zeit und 20 Punches gegen einen Trainingspartner abzuschmeißen. Weil ich habe mir sonst früher nur das obere gemacht. Bill, geht es um eine möglichst hohe Erfolgsquote bei den Punches. Also konzentrier dich und sei präzise. Super Kombination, dranbleiben. Schöne Präzision. Gute Präzision! Ach, die waren schon durch, okay. In 9 Sekunden.
Also gut, in diesem Duell konzentrieren wir uns auf den Kampf im Stand. Hol dir einen Niederschlag. Au. Der wird ein bisschen schwerer hier werden mit dem Niederschlag. Das fand ich damals schwachsinnig, das haben sie hier jetzt besser umgesetzt, meiner Meinung nach. Clinch will ich auch nichts haben, Takedowns auch nicht. Boden auch nichts, Submission erst recht nicht. Da komme ich sowieso nicht. Ich kriege dann meistens so Punches und Kicks. Das ist auch das Einzige, was ich hauptsächlich nutze. Aber 99% reicht auch aus, ist ja im grünen Bereich. Wäre schön, wenn ich, wie gesagt, einmal auf CM Punk treffen würde, also in der Karriere. Ich glaube, bei UFC 2 bin ich, glaube ich, einmal auf Punk, glaube ich, getroffen. Und in UFC 1 in der Karriere bin ich ja öfters auf Brock Lesnar getroffen und, wie gesagt, in UFC 2 nur einmal auf Punk. Und jetzt gucken wir uns hier einmal die Entrances an. Nach der UFC Minute. I'm Megan Olivi, and this is your UFC Minute. As a fighter's wins begin to add up, the pressure to maintain momentum becomes a major factor. Every fighter who competes in the octagon will tell you that he will take a win by any means possible. But as one of the UFC's top strikers, this welterweight star is taking the judges out of the equation, as he has used fists and feet to finish each of his opponents during his winning streak by way of spectacular knockout. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, and I'll see you at the fights.
Wir freuen uns nun auf den Weltergewichtskampf. Aber ich mach doch keine Dings. Ich mach den nur, wenn es um Titel nachher geht. Wieder mit Einzug. Da sehen wir uns doch mal an. Überstellung. Mit welchen Voraussetzungen älter, größer. In diesen Weltergewichtskampf geht. Mehr Reichweite, aber deutlich mehr. Muss aber nicht viel heißen immer. The Warrior. Los geht's. Der Sieg durch K.O. stand für ihn im letzten Fight zu Buche. Und ich muss sagen, da hat er mich durchaus überzeugt. Gute Rechts-Links-Kombination von Warrior. Ja, ja, der Roundhouse-Kick erwischt ihn. Oh, der oh, schöner Haken. Oh, oh. Ein klarer Wirkungstreffer. Oh, schöner Kick zum Körper. Oh, heftiger Superman-Punch. Starker Angriff zum Kopf, er ist genug. Und der schickt ihn wieder zu Boden. Da war ich nicht dran. Ja, er bringt eine Kombination. Volltreffer. Oh ja, gute Angriffe. Alles offen, klar. Und dann kommt dieser Kick zum Kopf. Schöner oh. Treffer. Sauberer Kick. Klasse Superman Punch. Ja, ja, schöne Treffer. Er landet immer wieder tolle Treffer, kombiniert schön seine Techniken. Ach ja, so weit kann er nicht. Er ist angeschlagen. Ja, das war's. Und der Fight ist zu Ende. Das war's. Und ihr wisst ja, nur mein linker Unterarm tätowiert. Da ist es halt das, ja, sag ich mal, dieses Smokeface, da ich ja eigentlich auch auf den linken Unterarm tätowiert bin. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle. Hatte ich schon überlegt, im Verlauf meiner Karriere ihn vielleicht noch ein bisschen mehr zu tätowieren. So, Vertragsbonus 18.000, Siegbonus 15.000, Mafia 33.000. Drei Vertragskämpfe sind noch übrig. Übrigens habe ich mein optionales Einkampf im hohen Hype beendet, 97,3%. Irgendwann müsste ich auch das bekommen von wegen Psychotherapie mit für 25.000 und 70 Points, dass ich dann ein bisschen mehr Energie zurückkriege, also von dem Balken oben. Wo ich jetzt noch 97 hatte, dann geht er wieder auf dementsprechend 98 oder 99, je nachdem wie viel es ist. Hat heute gezeigt, was Sache ist. Ich freue mich schon auf den nächsten Kampf. Wir werden der Spitze näher kommen, weitermachen. Mir ist egal, gegen wen ich als nächstes antrete. Ich bin bereit, gegen alle zu kämpfen. Diesen Sieg werde ich jetzt erstmal genießen und dann werde ich ein paar Rechnungen begleichen. Ich falle nicht so der Typ vom letzten meistens, aber dann kriege ich immer nämlich Follower abgezogen. Das ist ja nicht der Sinn, dass es weg ist. So. Da habe ich deutlich mehr. Ander niedrig. Ja, wenn wir einen Punkt auseinander sind, wie dieser Gesundheit, hat er einen mehr, sind bleibt das immer so. Zwei Punkte, bis vielleicht noch bis drei Punkte bleibt es grau und beim Grün ist es dann deutlich. Wenn wir ihn, den Mike Tyson-Verschnitt, ich hoffe, ich muss nicht auf Bruce Lee treffen. Die Charakter habe ich auch schon mal gekauft und geladen, das Bruce Lee Pack. Das sind ja vier Bruce Lees aus vier Gewichtsklassen. Das ist mein Rival 450.000. Zum Beispiel kann ich jetzt nicht gehen, weil da mein Rival drin ist. Ist auch dieses gelbe Symbol und Tom Boys. Steht hier auch irgendwo eventuell der Name CM Punk vielleicht? Und dann der Name CM Punk steht hier nirgendwo mit drin, ne? Was? CB Dollar, so.
Oh, 5 Wochen haben wir Zeit. Okay. Wie viel Energie habe ich denn noch? Von der Fitness natürlich gemeint. Gegner hat 16 Siege gewonnen und 3 Niederlagen. Ich habe 9 Siege. 16 minus 3, dann hat er 13 Siege. Machen wir mal ein Meet and Greet.
Wir freuen uns nun. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Weltergewichtsfight. 3 Jahre trennen. The Flash, The Warrior. Es kann losgehen. Starker Roundhouse-Kick vom Körper. Das ist ein Superman-Punch. Gelungene Kombination von Warrior. Oh, ein Roundhouse-Kick. Kick. Klasse Punch. Ja, der Kick vom Körper kommt an. Der Superman Punch sitzt. Ja, wieder ein toller Kick. Treffer mit diesem Punch. Ja, starker Kick. Was für eine linke Klasse. Oh, wir haben einen dicken Lichter. Kann er denn? Er hätte hier besser getroffen mit dem Tritt. Oh, was für Angriffe. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Trifft ihn! Starker Angriff! Na komm, steh auf! Oh, der Schlag hat gesessen! Und da geht er zu Boden! Full Guard! Aufstehen! Er steht wieder! Kick zum Kopf! Schöne Aktion, aber da ist er auch einfach in der Defensive zu oft. Oh, da wollte ich gerade mal Superman Punch machen. Angeschlagen. Und noch so ein Treffer, oh, das sieht übel aus. Starker Kopf, also der zeigt Wirkung. Da ist er wieder auf den Bein. So. Das war ein hervorragender. Also wenn ihr, also das ist so das Verhältnis, wenn der Controller von euch vibriert und ihr wisst, ihr seid noch gut dabei, das ist, heißt das, dass also wenn der Controller vibriert, fange ich so an, heißt das, dass ihr entweder kurz vorm Knockout seid oder der Gegner. Und wenn ihr seht, ihr seid eigentlich gut dabei. Es ist der Gegner, der kurz vorm Knockout ist. Dann müsst ihr einfach praktisch versuchen, irgendeine Form und Art und Weise.
wie gesagt, deutlich höher getaktet. Da konnte ich komplett verlieren. Von dem Stand, den ich jetzt gerade, wie gesagt, bin. Und aber auch als Tipp mit R2 nach unten kann man die Greifdinger abwehren. Guter Block! Ich glaube, damit hat er gar nicht gerechnet, glaube ich, gehabt. Au. Wieder war ich zu langsam. Also mit der Let's Play Aufzeichnung. Wir zeigen,
Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Weltergewichtsfight. Wenn wir uns das ein... Black Mamba, The Warrior. Und es kann losgehen. Das ist absolut schon eine fantastische Sieg. Oh, der Feind. Und jetzt ist es vorbei. Da habe ich mal so gut wie gar nichts eingesteckt. Ja, da kann man hier dieses Geldsymbol machen, Alter. Dafür hätte ich jetzt mal Geld kriegen sollen. Und gleich auf die Bretter geschickt. Sehen wir uns mal unsere Wiederholung des Kampfes an. Hier sehen wir den Sieger dieses Kampfes. Mit einem tollen K.O. holt er sich also am Ende diesen Sieg. Und jetzt... Jetzt war ich so schnell... Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, Referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 8 seconds of the very first round. Declaring the winner by... The Warrior! Ladies and gentlemen, der Sieger durch Knockout! Jetzt war ich so schnell, wo ich die Fights mit den einzelnen Kampfklassen gemacht hatte. Da war nämlich mein schnellster Sieg nämlich auch 8 Sekunden. Schnell wie 8 Sekunden werde ich irgendwie nicht. Also kriege ich zusätzlich, also zu dem... Vertragsbonus von 18.000 bekomme ich jetzt noch einen Performance des Arms Bonus von 50.000 und den Siegerbonus von 15.000. Also Siegerbonus von 15.000 und Vertragsbonus ist klar, zusammen halt 33 und zu den 33 noch den Performance des Arms Bonus mit 50.000. Ich hätte es eigentlich gedacht, dass ich da wahrscheinlich so eine Minute brauche, halb zwei Minuten. Also erste Runde ist ja eine 5-Minuten-Runde. Dann habe ich gesagt, so die Hälfte der ersten Runde, aber gleich 8 Sekunden. Zwei Dritte links, rechts und weg ist das Ding. Das war was Schickes. Kampfanschlüsse und KOs jeweils 8, einmal 8 zu 13, 8 zu 15, das heißt, bei dem einen brauche ich noch 7, bei dem anderen brauche ich 5. Ja, ach, das ist mein Rival, ich komme drauf. Das wird... Bei dem muss ich jetzt aufpassen, weil er jetzt höher getaktet ist. Mit 88 in den Strikes. Wie viele Wochen habe ich denn jetzt? 4. Ja, mach jetzt mal den. Ah, da bekomme ich knapp 1000er plus an Follower. Ja, das ist die Woche zu kurz. So, der ist drin. Das zieht er nicht ab. Was wird nämlich jetzt eigentlich mit den, ich sag jetzt mal, Strikes? 87 komme ich auf 97. Sehr schöner Block! Hey!
Au. Guter Block. Ah, mein Kniestoß habe ich noch nicht. Na komm, mach mal hier was, Gegner. Genau so will ich das sehen. Toller Block. Ah, 97 doch noch geschafft. Ich dachte, er bleibt bei 96 stehen. Das, was da steht, wiederholt sich immer wieder. Jede UFC-Legende hatte jemanden, der ihn zu noch stärkeren, noch besseren, noch überragenderen Leistungen anspornte. Gracie hatte Shamrock, Liddell hatte Ortiz, Silva hatte Sonnen. Diese Duelle waren mehr als der Kampf zweier Topkämpfer. Es war der Kampf zweier erbitterter Rivalen. Es ging um mehr. Es war der Kampf absoluter Erzrivalen. Du hast deinen Rivalen nun also gefunden. Wie geht es weiter? Kannst du triumphieren? Oder musst du für alle Zeiten mit der Schmach einer Niederlage leben? Und nun sehen wir einen UFC-Weltergewichtskampf. Ich hoffe mal nicht, dass ich hier gleich verlieren werde. Sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Weltergewichtskampf geht. Reichweite spricht für mich, aber der Rest nicht. So, wir gehen rein in den Kampf, hier in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada. 3 K.O.-Siege in Folge, das ist natürlich schon mal eine Ansage. Schauen wir mal, ob er da heute vielleicht den nächsten folgen lassen kann. Ja, da macht er es seinem Gegner schwer, tolle Treffer. Er redet nicht nur von Nähe zu den Fans, der ist wirklich nah. Er ist angeschlagen.
Erster Kick zum Kopf. Er ist angeschlagen. Wow, das sind richtig gute Angriffe. Oh, schöner Kick zum Kopf. Guter Punch. Oh, das war, Mann, Genickbruch. Er war in diesem Kampf von der ersten Sekunde an voll da und das hat sich richtig ausgezahlt. Das müssen wir in der Wiederholung mal sehen. Das, eigentlich wäre er tot, das wäre eigentlich ein Genickbruch. Schauen wir uns die Wiederholung an. Erst dieses Hin und Her und dann wie er am Boden liegt. Das wäre der erste Genickbruch und das wäre der zweite Genickbruch. Also erstmal anknacksen und dann brechen so ungefähr. Da haben wir den Sieger dieses Kampfes durch diesen wirklich großartigen K.O. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, Referee Herb Dean is going to stop this contest at 1 minute 11 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, the Warrior. Ladies and gentlemen, der Sieger durch Knockout. Ja. Von dem Herausforderungsvertrag zum nächsten Vertrag gehe und dort dann sozusagen den Herausforderung 1 werde in der nächsten Aufnahme und dann Champion werde. Aber es kommt alles denn erst. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal hier in meiner Karriere bei UFC 3.